So, da bin ich wieder. Und habe mir jetzt eine Liste rausgesucht. Ich habe auch noch gesehen, dass es einen Cheatcode gibt. Einen besonderen. Da werde ich dann aber nochmal pausieren. Und ich sehe gerade, also wir haben jetzt auch, da wir alle Goldrelikte und so geholt haben, beziehungsweise da wir 105% geholt haben oder 100%, ich weiß jetzt nicht ganz genau, woran es liegt, haben wir die Platin-Zeiten freigeschaltet, dass sie uns jetzt in jedem Level angezeigt werden. Und ich sehe gerade, dass da sehr wenig fehlt. Was ist denn hier? Ja gut, das ist schon was anderes. Das ist auch was anderes. Ja, da fehlt schon... also ist an manchen Leveln war dann auch schon mal ein bisschen knapper. Auf jeden Fall wollen wir uns jetzt den, dem kleinen Easter Egg widmen. Den Easter Eggs. An der drei Stück an der Zahl. Und zwar gibt es in Toad Village eine kleine... Jetzt muss ich gucken, dass ich den finde. Ist auf jeden Fall bei so einem Haus. Könnte jetzt hier sogar sein. Nee, dann ist es beim nächsten. Hier müsste der jetzt gleich kommen. Da! Da! The Fake Crash! Aber den sieht man nur so ein ganz bisschen. Das Hamster. Ja. Also auf jeden Fall in Toad Village gibt es den. Gibt es dann noch in zwei anderen Level, die werden wir jetzt gleich auch noch besuchen. Ich weiß, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, wie der entstanden ist. Ich glaube, der ist entstanden, das kann jetzt auch sein, dass ich Quatsch erzähle, aber ich meine, der ist entstanden dadurch, dass die Entwickler irgendwie so ein Fake-Plüschtier gesehen haben von Crash Bandicoot, der halt so aussah mit so übelsten Augenbrauen und halt die Zähne so komisch. Ich glaube, dadurch ist das entstanden. Ich bin mir aber echt nicht sicher. So, dann hätten wir das dann in Making Waves. Gibt es den guten Mann auch noch? Ich glaube, das packe ich alles in ein Video. Also ein extra Video. So. Weiß ich auch ungefähr, wo der sich befindet. Wir müssen aber noch ein bisschen düsen. Werde ich auch nie rausschneiden, aber ich glaube, ich werde das Level nicht bis zu Ende fahren. Ich werde dann einfach in den Walkroom wechseln. Eben, das war ja nicht mehr so lang, aber ich glaube, das ist ein bisschen länger. Es ist einfach schön, nochmal so unbeschwert durch das Level zu fahren. Ha! Mal hier, da ist er. Ich dachte, der wäre an einer anderen Stelle. Aber es war, glaube ich, ein ganz anderes Level. Ja, da ist er. Drehst dich mal zu uns um. Hier kann man ihn auch ein bisschen schöner betrachten als vorhin. Da! Der olle Fake Crash. Wie er guckt. Ja, das war der Fake Crash in Making Waves. Und dann gibt es noch einen Fake Crash in Hog Ride. Den gibt es aber nur in der PAL-Version. In der US-Version gibt es den nicht. Warum auch immer. Man weiß es nicht. So. Hog Ride. Da. Oh, 35. Da war ich ja ganz schön schlecht. So,
So, der ist irgendwo auf der linken Seite nach einer Tankstelle, glaube ich. Nee, ich möchte... Oh, jetzt habe ich die Zeit eigentlich. Ich hoffe mal, dass er dann trotzdem da ist. Ist er hier schon? Nee. Ich hoffe mal, dass der jetzt nicht verschwunden ist, weil ich die Zeit eingesammelt habe. Hier ist wieder eine Tanke. Ah! Eieiei! Der kam aber spät. Ich mach das nochmal neu. Wir wollen ja nochmal betrachten. Weil das Lustige an diesem Crash, Fake Crash, ist, dass der extrem riesig ist, wenn man nah an den Rand fährt. Der sieht zwar so, wenn man den von... So. Wenn man den von Weitem sieht, sieht er eigentlich relativ, also proportional vernünftig aus, sodass der ungefähr der gleiche Crash ist, wie der hier auf dem Moped sitzt. Aber wenn man nah an den Rand fährt, ist der extrem riesig. So, jetzt muss ich gucken, dass ich dann langsam fahre. Wo ist die Tanke? Da ist die Tanke. War das die schon? Bin ich so langsam gefahren eben? Ja. Wir fahren langsam. Da! Das sieht eigentlich relativ normal aus, aber wenn man dann so an den Rand fährt, sieht man erstmal, wie riesig der ist. Zeigt uns sein Bobo. Ja. Da haben wir ihn. Dieses Gesicht, das liebe ich. Ja, und das waren die drei Fake Crashes hier in dem in diesem Teil. Ich weiß nicht, ob es irgendwo noch mehr gibt. Keine Ahnung. Also ich weiß, dass man in Crash Team Racing mit einem fahren kann. Gut, dann. Falls es noch was gibt, also ich denke mal, dieser eine Cheat, den werde ich euch noch zeigen, dann sehen wir uns dann wieder. So, ich habe jetzt noch einen Cheat gefunden, mit dem man angeblich eine Demo von Spyro the Dragon anschauen kann. Und dafür müssen wir im Start, also im Titelbildschirm, oben, unten, links, rechts, Quadrat drücken. Oh! Die funktioniert sogar. Ich habe nämlich eben gerade noch zwei andere Cheats probiert. Einmal sofortiger Akku, der nicht funktioniert hat. Und der Debug-Modus hat auch nicht funktioniert. Aber haben wir jetzt wenigstens noch einen Cheat gefunden, der funktioniert. Das ist ja mal wunderschön. So, bin ich mal gespannt, was das für ein Level ist. The Adventure Begins. Wäre lustig, wenn das komplette Spiel drauf wäre. Ach, Artisan-Welt. Guck mal eine an. Vielleicht findet man ja noch was irgendwie anders ist. Auf jeden Fall, hier ist schon mal direkt die Welt offen. Sunny Flight. Kann man da rein? Ich fand das halt cool, dass... Oh, in welchem Spyro-Teil war das? Ich weiß das gar nicht mehr, in welchem Spyro-Teil. Auf jeden Fall, war da... auch eine Demo für Crash Team Racing drauf. Meine ich mal, wenn ich jetzt nicht allzu blöd bin. Es kann nur... Ich glaube, es war Teil 2.
Thank you for releasing me, Spyro. Free 10 dragons in the artisan world. Then find the balloonist. He'll transport you to the next world. What about Nasty Nork? I'm going after him. Find dragons first. That's all I can tell you. Finde ich halt cool, dass sie sich irgendwie so gegenseitig irgendwie unterstützen. So, ich würde mal gerne wissen, was passiert, wenn ich jetzt in ein Level reingehe. Aber ich denke mal, da kommt da so ein Screen von wegen, ja, um weiterzuspielen, musst du dir das Spiel kaufen. Lade dir den DLC runter. Für 3000 Euro. Mack. So. Ich werde jetzt hier nicht alles einsammeln. Ich gucke mir jetzt nur mal hier an. Vielleicht ist hier noch irgendwie was anders oder so. Ja, der sieht immer noch so aus, wie er aussieht. Guck mal, ob es hier sich vielleicht noch irgendwas geändert hat. Spyro rutscht immer noch so bekloppt durch die Gegend. Was ist eigentlich mit dir? Wie heißt du nochmal? Thomas. Hey Spyro, press the jump button twice to glide. And don't be afraid. Afraid? Of what? Falling from high mountain peaks? Plummeting into prehistoric glaciers? Oh, that. Oh, he sounds a little bit English to me. Aber ich glaube, hier hat sich nichts geändert. Gehen wir mal hier rein. Ich schätze mal, das wird nur die Artisan-Welt sein. Und wenn wir... Oh. Hier ist sogar Mauer vor. Können wir echt die anderen Level machen? Der Wert natürlich, ne? Können wir das echt machen? Alter, was ist das denn für eine geile Demo? Da können wir ja fast die komplette erste Welt spielen. Na gut, ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Also Sunny Flight ist offen. Dann war eben noch ein Level, was offen war. No. Dann war da eben noch ein... Ich muss mal gucken, ob dieses dunkle Level, ob das offen ist. Ich guck da jetzt einfach mal nach. Du. Ich will die jetzt nicht machen. Ich will nur gucken, ob die offen sind. Nehme ich ihn hier? Nee, das ist auch dicht. Aber der Sound ist da. Hier ist noch da. Town Square. Und dann war er dann. Na gut, hat man zwei Level noch. Gucken wir mal hier. Ey, das ist mal echt eine coole Demo. Das ist echt mega umfangreich. Finde ich voll gut. Ja gut, weitere Cheats habe ich jetzt aber nicht. Aber ich hoffe mal, dass euch dieses Let's Play gefallen hat. Ich kann ja schon mal verraten, was das nächste Let's Play wird. Und zwar das nächste Let's Play wird The Order 1886. Welcome to Town Square, Spyro. Begin exploring by gliding to that area with the bulls. Use the L2 and R2 buttons to get a good look. Der hat irgendwie komisch gesprochen. Das hat sich am Ende voll so jamaikanisch irgendwie angehört. Am Anfang Englisch, also britisches Englisch. Und zwischendurch auch mal ein bisschen amerikanisches Englisch. Na gut. Ja, also nächstes Let's Play wird The Order 1886. Ist ein Spiel für die PlayStation 4. Finde ich persönlich sehr gut. Ist zwar sehr kurz, also was heißt sehr kurz, das sind 8 Stunden. Aber es ist halt schon kurz irgendwie, weil halt viel Sequenzen drin sind. Aber ich finde die Story halt mega cool. Ich hoffe, euch wird das auch gefallen. Das ist halt mal wieder was ganz anderes. Ja,
würde sagen, wir sehen uns dann bei meinem nächsten Let's Play wieder. Ja.